Yo, Moises, was geht ab? Ich bin hier im Studio. Versuche jetzt gerade diese Kamera irgendwie aufzubauen. Und wollte euch ein bisschen was erzählen. Ich habe jetzt nicht viel zu erzählen, so, aber ein bisschen was kann ich schon mal so newsmäßig rausballern. Moment. So, ich bin hier gerade, wie gesagt, im Studio. Heute die zweite Nachtschicht komplett alleine. Ich habe gestern schon eine Nachtschicht gekickt, wo ich sehr erfolgreich war und irgendwie, glaube ich, 4 Songs oder 5 Songs gemacht habe. Und das lief ganz gut und deswegen mache ich das heute nochmal so. Die Boys sind nämlich gerade teilweise in London, Tison ist irgendwie in Köln unterwegs und keine Ahnung. Und ich liebe das auch einfach manchmal so ein bisschen alleine zu arbeiten, da entstehen meistens ganz geile Sachen. Was wollte ich euch denn überhaupt erzählen und warum mache ich dieses Video? Ja, ich war einfach 4 Wochen weg, ich habe mich jetzt 4 Wochen gar nicht gemeldet und ich dachte mir, okay, erzähl jetzt mal ein bisschen, was du so machst. Wie gesagt, ich mache ein Album neues, das kommt voraussichtlich im Oktober, das ist noch sehr lange hin, aber macht euch keine Sorgen, dafür wird es umso geiler. Ich kann euch ernsthaft jetzt mal erzählen, dass wenn ich jetzt hier meinen Dropbox-Ordner gucke, wo wir gerade das Album machen, wo die ganzen Dateien rumfliegen, dann sind in diesem Ordner, lass mich nicht lügen, jetzt schon 16 Objekte, bedeutet 16 Songs, die quasi, ja, an denen ich gerade arbeite, ja, die mehr oder weniger fertig sind. Und das ist noch nicht mal alles, ich glaube, ich habe insgesamt so fast 20 Dinger rumfliegen und ihr könnt deswegen darauf pochen, dass das Album sehr, sehr geil wird, denn ich werde in den nächsten 2 Monaten noch locker 10 neue Songs machen und ich will einfach die besten Songs aufs Album packen und jetzt nicht irgendwie mich ins Studio setzen 2 Monate und dann so ein Album machen, okay, das ist jetzt das Album, mehr Zeit habe ich nicht, bla. Ich will mir einfach die Zeit nehmen, um ein geiles Album zu machen und ich glaube, das wird sich auszahlen und ich glaube, das werdet ihr auch feiern. Bis Oktober oder wann auch immer das Album da, also irgendwie da im Herbst wird es kommen, ist noch sehr, sehr lange hin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich haue auf jeden Fall noch eine Sommersingle raus, irgendwas Geiles, Freshes für den Sommer mit einem geilen Video. Denk mal, das kommt dann so im Juni oder so. Bleibt einfach am Ball. Wenn ihr wissen wollt, was ich sowieso den ganzen Tag mache, dann checkt einfach Snapchat. Ist jetzt hier auch die ganze Zeit unten eingeblendet. Kommt zu Snapchat, weil da erreiche ich euch alle. Da könnt ihr alle sehen, was ich mache. Und ja, Snapchat ist einfach geil. Macht Spaß. Ansonsten holt euch auf jeden Fall das Tison-Album, da bin ich auch mit drauf. Es lohnt sich auf jeden Fall voll, das Album ist geil geworden. Ihr könnt euch die Box holen, da sind nicht mehr viele von da. Aber da ist eine EP noch dabei, also nochmal ein kleines Album quasi. Zusätzlich, wow, wo ich auf jedem Song drauf bin. Das heißt, es ist so ein kleines, freshes, Fun-EP-Ding. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ansonsten will ich eigentlich nicht mehr groß viel labern. Ich hasse auch diese langen Videos, die Leute immer machen und dann immer so viel um den heißen Brei rumreden. Also, neues Album mache ich hier gerade. Ich hänge den ganzen Tag im Studio ab, deswegen keine großartigen neuen Videos, weil die einfach nicht interessant wären. Und ja, was soll ich noch sagen? Genau, neuer Shop. Ups, oh, jetzt fällt mir der Apfel tatsächlich runter, Alter. Das kann nicht sein! Neue Shop-Sachen mache ich auch gerade. Ich habe ein paar freshe neue Klamotten designt. Wenn ihr die sehen wollt, zeige ich euch auf Snapchat. Da habe ich ein paar Snaps rausgeballert, da könnt ihr sehen, wie diese Klamotten aussehen werden. Sagt mir unbedingt, wie ihr die findet. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos irgendwie. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach Mailand jetzt in den nächsten Wochen. Also es passiert schon so ein bisschen was. Vielleicht nehme ich euch mit der Cam. Mal gucken, wie ich Bock habe. Und wir sehen uns bis dann. Mach's gut, ciao.